muss man wissen, ne? Von wegen. So, okay, dann kann es eigentlich losgehen. Ja? Also, hallo nochmal auf der TrollCon 2012, die erste internationale TrollCon. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie hier alle da sind, um über dieses wirklich ernste Thema zu diskutieren. Ich habe mir lange überlegt, was man denn eigentlich in so einer Keynote auf der TrollCon redet. Also bis vor 2 Monaten bin ich fest davon ausgegangen, dass die TrollCon gar nicht stattfindet und wir hier alle vor verschlossenen Türen stehen. Aber dann irgendwann wurde es doch relativ ernst und ja, dann habe ich mir meinen Vortrag überlegt. Ich werde euch jetzt nicht alle beleidigen, auch wenn ihr das vielleicht erwartet hättet. Hätte ich jetzt irgendwie lustige Haare oder sowas, dann könnte ich das vielleicht bringen, aber wir sind hier alle ernsthaft am Diskutieren. Genau. Und dann hatte ich mir eigentlich überlegt, dass ich vielleicht eine Rede über Zwergkaninchen halte, weil die sind immer gut und auch echt putzig und süß. Ja. Aber nee, dazu ist Trollen eigentlich zu wichtig. Und dieses Monokel, das ist ja mal... Was habt ihr denn da für einen Krusch gekauft, ey? Da gibt's noch andere Ausrüstung an der Seite. Guck mal nach. Doch, Werte. Ja, aber Maske... Oh, die ist gut, die ist gut. Die kenne ich schon, die habe ich auch mal gehabt. Aber die ist mir zu klein. Tut mir leid. Jetzt. So, gut. Naja, okay. Wie gesagt, Zwergkaninchen hatte ich mir überlegt, aber dazu ist das Thema eindeutig zu wichtig. Ja, deswegen fange ich jetzt einfach knallhart an mit Stoff. Keine Witze mehr ab jetzt. Ja, Hefte raus bitte, mitschreiben. Mein Name ist Stefan Krappitz, wie vielleicht schon mal gefallen ist. Ich bin seit Anfang dieses Jahres Diplomdesigner und ich habe meine Diplomarbeit über Trollculture geschrieben. Es stellen mir die meisten Leute immer wieder die Frage, warum schreibt man eine Diplomarbeit über Trollculture? Ja, ganz einfach. Jetzt käme eigentlich ein YouTube-Video, aber na, ich versuch's mal. Also bei der Auflösung funktioniert's vielleicht sogar. Tatsächlich. Ja, das passt. So. Good evening, welcome to Thursday. Es ging mir halt um dieses generell schlechte Medienbild. Es heißt immer, ja, Trolls sind halt irgendwelche Kellerkinder. Ich finde, das wird dem Thema nicht gerecht. Ich habe hier ein ganz gutes Beispiel. Das ist, was ist es denn? BBC, genau. Und da haben sie einen Trollexperten eingeladen zum Diskutieren. Und der erklärt dann jetzt mal kurz, was denn Trolle überhaupt motiviert. Bitte hinhören. In Coventry. With us now is Professor Ellis Cashmore, who's a professor of culture, media and sport at Staffordshire University. Thanks for joining us this evening. We do seem to be hearing more and more, don't we, of the dark side of the internet. The trollers, yeah. The trollers. I mean, it's a difficult question to answer what motivates people like this. Intentional malice isn't quite enough. I imagine that there are people who don't command any authority or respect from their friends in everyday life. And out of their frustration with their own insignificance, they decide to try to distinguish themselves. And one way they can do this with a fair degree of confidence that they won't be found out is on social media sites. And of course, they're cruel, sadistic sometimes, and absolutely offensive. The more abusive, the better. And I suppose. Yeah. Ist klar. Also Trolle trollen halt deswegen, weil sie sich darüber bewusst sind, wie absolut unwichtig ihre Existenzen sind, weil sie von ihren Familien keine Zuneigung bekommen. Klar, und deswegen sind sie halt schlecht drauf. Was für ein Blödsinn. Aber ist kein Einzelfall. Es ist auch hier aus dem Fernsehen, Tracking the Internet Trolls heißt das. Und da haben sie dann einmal so einen Troll tatsächlich ausfindig gemacht. Und sind dem dann auf der Straße hinterhergerannt. Und es geht da eigentlich überhaupt nicht um das Trollen, sondern eigentlich nur darum zu zeigen, was das für schlimme Menschen sind. Aber das buffert jetzt nicht. Na? Na, dann muss ich es halt erzählen. Ja. Ich kann gerne die Links nochmal rumschicken nachher, aber ja,
zum selber zu Hause angucken. Und zwar sitzen die da im Auto und erklären ganz groß, dass sie hier einen Troll, einen ganz großen Fisch gefunden hätten. Der hätte irgendwie auf so einer Facebook-Memorial-Page was Blödes geschrieben. Und zwar, Zitat, Rot in Piss. Und dann haben die halt rausgefunden, wo der wohnt und wo der immer zur Arbeit geht und haben dem dann aufgelauert auf der Straße. Und dann sind sie halt mit dem Kamerateam mit 3 Kameras und dem ganzen Equipment auf den losgestürmt, als sie ihn gesehen haben. Und why do you do this? Why do you troll? And you're hurting people. Do you know that you're hurting people? Und die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert, was dem seine Beweggründe waren. Die wollten eigentlich nur ihn bloßstellen. Und es ist keine Seltenheit. Das ist auch noch so ein Beispiel hier. FHM, September 2012. Auf dem Titelblatt. Internetseuche. Invasion der Webtrolle. Wie anonyme Feiglinge Existenzen vernichten. Ja, ist auch ein ziemlicher Blödsinn. Allein schon die Sache mit anonym. Also ich meine, wir sitzen ja jetzt alle hier und ich denke, da sind noch einige Trolls dabei. Und es gibt eigentlich generell niemand, der wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass Trolle irgendwelche Kellerkinder sind. Von daher... Richtig, der Herr. Nee, der hat es ja auch nicht nachgewiesen. Er sagt ja auch am Anfang noch, er weiß es selber nicht, aber er denkt sich. Er denkt sich, ja. Genau. Und da habe ich gedacht, das muss man eigentlich berichtigen. Also es geht nicht mal unbedingt in meiner Arbeit drum, wahnsinnig neue Sachen über das Trolling rauszufinden, sondern einfach nur einen Diskurs darüber anzustoßen. Und ich finde, das hat schon ganz gut geklappt, denn wir sitzen alle heute hier und ich habe auch schon ein paar Radiosender-Zeitungen dazu interviewt. Aber dazu später mehr. Nun, die eigentliche Frage, was ist denn ein Troll? Also du hast es gerade schon gesagt, das ist so die Frage, die die Leute, die nicht im Internet wohnen, immer mal wieder stellen. Und da bin ich auch dann immer, stehe ich da und überlege, ja, ist eigentlich gar nicht so einfach, das so zu sagen. Ich denke, hier, euch muss ich nicht erklären, was ein Troll ist. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, was ist ein Troll nicht? Also die Abgrenzungen, bis wo geht Trollen? Ist es jetzt wirklich nur Leute im Internet blöd anschreiben oder ist es auch was ganz anderes? Was ist zum Beispiel mit Mobbing? Gehört das noch zu Trolling oder Kreditkartenbetrug? Wie kann man das abgrenzen jetzt? Was ist mit Streiche spielen? Könnte man nicht sagen, dass Trollen einfach nur Streiche spielen 2.0 ist? Rumflamen, wenn ich jetzt einfach nur sage, hier, du bist blöd, ist das schon Trollen oder wo fängt es dann an? Und dann auch politische Aktionen. Also ab wann ist es Trollen und ab wann, also und wann ist es einfach, sind es einfach nur ein paar Leute, die sich mit Schildern vor eine Botschaft setzen? Ja, und da habe ich dann ein bisschen recherchiert und habe dann auch herausgefunden, also es gibt gar nicht so viele Literatur bisher über das Thema Trolling. Letztes Jahr kam da ein Buch raus von Cole Stryker, Epic Win for Anonymous, und der behandelt das Thema Trollen so am Rande. In dem seine Definition ist halt, Trolling is the act of agitating or fooling people for fun under false pretenses. Und was mich daran stört, sind diese false pretenses. Ich finde, das haut so nicht ganz hin. Jetzt lädt leider das YouTube-Video nicht. Das ist sehr schade, denn es ist sehr unterhaltsam. Daher werde ich es wieder erzählen müssen. Ja, hereinspaziert, einfach hinhocken. Und zwar hat die Anonymous-Bewegung ja bekannterweise schon seit längerer Zeit einen Streit mit Scientology. Und da haben die eben jetzt den Protest vom üblichen mit den Schildern auf die Straße gehen, auf ein neues Level gehoben, auf ein trolligeres Level. Da gab es halt zum einen diese Partys vor den Church of Scientologies, aber auch hier in diesem ganz konkreten Fall ein Mitglied, das hat einen Aufruf auf 4chan gestartet, Leute, schickt mir eure Schambehaarung und eure Zehennägel. So, und dann hat er sich von seinen Kumpels filmen lassen, wie er in der U-Bahn in New York steht und hat sich dann mit Fett eingerieben und hat dann die Schamhaare und Zehennägel überall am Körper verteilt und ist so dann halt in eine Church of Scientology reingerannt. Die Sicherheitsleute haben ihn nicht zu fassen gekriegt, weil er so glitschig war. Er ist die ganze Zeit da rumgehüpft und hat irgendwie blöd dahergesungen und die Schamhaare überall verteilt. Sie haben ihn auch nicht rausgeworfen, sondern er ist dann freiwillig irgendwann gegangen. Also so lange ging das schon. Und da würde ich sagen, das sind keine false pretenses. Der hat wirklich was gegen Scientology. Es ist aber auch meiner Meinung schon ziemlich eindeutig, dass das was mit Trollen zu tun hat. Ja?
Und von daher, finde ich, braucht man eine neue Definition. Ich habe da eine eigene Definition aufgestellt. Das hat jetzt keinen Anspruch auf darauf, dass man es in Stein meißelt und es für immer so bleibt. Aber meiner Meinung ist, Trollen die Tätigkeit des Störens von Menschen oder Systemen zur persönlichen Belustigung oder der Belustigung von vielen. Und meistens ist da halt das Konzept der Schadenfreude noch inhärent. Ja. Also worum es mir halt geht, ist, dass der Spaß im Vordergrund steht. Und so grenzt sich das Ganze auch vom Kreditkartenbetrug ab. Denn ein Kreditkartenbetrüger, der trollt ja, naja, also der hat ja auch, bedient sich eigentlich auch Trolltechniken, falscher Webseiten und so weiter, um Leute hineinzulegen. Aber dem geht es nicht um den Spaß, sondern dem geht es primär um das Geld. Und damit ist es meiner Meinung nach kein Troll. Ja. Und gleichzeitig habe ich eben diese Belustigung als ein gewisses Qualitätsmerkmal damit eingebaut. Das ist natürlich auch schon wieder relativ schwierig, weil wenn man jetzt mal dran denkt, im Dritten Reich hätten viele Leute einen Witz lustig gefunden, der heute so vielleicht gar nicht mehr ethisch vertretbar wäre. Aber bisher ist das so mein Stand. Und dadurch, dass man Belustigung als Kriterium nimmt, kann man zum Beispiel auch sagen, ja, Mobbing ist nach meinem Bild schon auch Trollen, aber es ist eine sehr niedere Form des Trollens, weil es allenfalls einem selber ein bisschen Belustigung schenkt und alle anderen denken sich, was ist das eigentlich für ein Depp? So. Ja, dann zu der Frage, warum wird eigentlich getrollt? Da gibt es auch noch keine definitive Antwort, aber es gibt Ansätze. Zum einen, relativ bekannt in der Popkultur, gibt es da John Gabriels Greater Internet Fuckword Theory von 2004. Die besagt einfach nur, ja, normale Person plus Anonymität plus Audienz, total Fuckword. Also man benimmt sich automatisch daneben, wenn man anonym ist und vor vielen Leuten steht. Aber so einfach kann es doch noch nicht gewesen sein. Der Typ, der das Trollface gezeichnet hat, der hat mal ein Zitat gebracht, das finde ich eigentlich ziemlich klug. Anonymity doesn't protect you from that awful feeling of being wrong or stupid in front of everyone. Trolls gotta have some way to deal with it. Also es muss noch viel mehr dahinter stecken. So einfach ist es nicht einfach zu sagen, ja, Anonymität macht halt Leute zu Trolls. Ein etwas ausgefeilterer Ansatz ist der Online-Disinhibition-Effekt von John Sula, auch 2004, allerdings ein bisschen später. Und da geht es halt darum, dass es schon mehrere Faktoren gibt, die das Verhalten online beeinträchtigen. Zum einen die dissoziative Anonymität. Es ist halt einfach, dass die Anonymität die eigenen Persönlichkeitsmerkmale sehr stark verschleiert. Das heißt, man hat diese Verbindung zwischen dem, was man nach außen abgibt und seiner eigenen Persönlichkeit nicht mehr zwangsläufig. Dann gibt es die Unsichtbarkeit. Also auch ohne Anonymität bin ich unsichtbar, selbst wenn ich jetzt unter meinem Nickname da irgendwo online stehe. Normalerweise, wenn ich jetzt jemanden im Real Life trolle, der mir gegenübersteht, oder wenn ich jetzt irgendjemanden mobbe, der mir gegenübersteht, dann muss ich mit seinem traurigen Gesicht leben und online muss ich das nicht. Da bin ich auch unsichtbar und er sieht auch mich nicht dabei. Also es gibt keinen Blickkontakt oder sowas. Das nächste ist die Asynchronität. Das heißt, ich kann online einfach irgendwas hinwerfen, irgendeine Beleidigung hinwerfen und möglicherweise zwei Wochen später kriegt der Adressat das Ganze und ich bin schon längst über alle Berge und muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen und denke schon gar nicht mehr dran. Also ich kriege die Reaktion da gar nicht mehr mit. Das nächste ist die solipsistische Introjektion. Sorry für dieses schreckliche Wort. Da geht es halt darum, ja, dass man anhand von einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen, die man von seinem Gegenüber bekommt, sich eine komplette Persönlichkeit darum zusammenbaut. Also alles, was man von seinem Gegenüber nicht weiß, das projiziert man in den herein oder introjiziert es hinein. Genau, und das führt dazu, dass teilweise Fantasien ausgelebt werden oder dass man halt völlig falsche Sachen von seinem Gegenüber denkt. Das nächste wäre dann das Konzept der dissoziativen Vorstellung. Das ist wieder ganz einfach, dass man sich halt denkt, hey, ist doch eh alles nur ein Spiel. Und das nächste ist halt die minimierte Autorität. Wenn ich online bin, unter irgendwie meinem Nickname bin oder noch schlimmer unter 4chan, was heißt schlimm eigentlich?
neutral. Wenn ich auf 4chan bin, dann sind halt alle anonymous. Und da kann ich mit Barack Obama chatten, der ist halt auch anonymous. Von daher, normalerweise würde ich ja Barack Obama nie sagen, hey, hier, deine Mutter ist fett. Aber online, wenn Barack Obama halt anonymous heißt, warum eigentlich nicht? So, das ist das Konzept. Das ist dieser Online-Disinhibition-Effekt. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Eine andere Theorie ist von Carl Gustav Jung, das geht jetzt aber sehr in die Richtung Psychoanalyse, ist mit Vorsicht zu genießen. Und der hat die Theorie aufgestellt, dass es, dass jeder Mensch eben eine Persona und einen Schatten hat. Die Persona ist das, was wir alle von uns nach außen abgeben, so wie wir gesehen werden wollen. Und der Schatten ist halt das, was wir auch sind, was wir aber uns selber nicht eingestehen wollen, weil es so schrecklich ist. Also zum Beispiel, dass man gerne Katzen quält oder sowas. Das ist so schrecklich, dass man sich gar nicht selber eingestehen möchte. Und daher verdrängt man das in seinen Schatten. Was er dann noch sagt, ist, dass eine Auseinandersetzung mit dem Schatten eben zu einer gesünderen Psyche führt. Oder andersrum, eine Nicht-Auseinandersetzung mit dem Schatten führt zur Projektion. Das heißt, eigentlich denke ich unterbewusst, ich möchte jetzt gerne eine Katze quälen. Ich weiß das aber noch nicht mal. Ich gehe dann mit Leuten weg und denke dann die ganze Zeit, oh Gott, die armen Katzen. Mein Kumpel daneben mir möchte doch eh nur die Katze quälen. Also man projiziert quasi seinen eigenen Schatten in andere Leute rein. Und das führt natürlich in der Gesellschaft zu ganz schwierigen Situationen. Und deswegen ist eine Auseinandersetzung mit dem Schatten, was beim Trollen schon passiert, durchaus auch heilbar. Da kann ich natürlich als Designer nicht allzu tief reingehen, aber ich habe auch mit ein paar Psychologen geredet, die sagen, ja, passt schon. Also ist approved. Sollte man aber noch natürlich nachforschen. Also ist es so ein Anknüpfungspunkt. Ja, die nächste Frage ist dann immer, woher kommt denn eigentlich Trollen? Wo fängt das denn eigentlich an? Schwierige Frage. Eigentlich ist Trollen so alt wie die Menschheit. Oder wenn man an Gott glaubt, vielleicht noch älter. Je nachdem. Aber im Internet taucht Trollen Anfang der 90er Jahre das erste Mal auf. Und zwar in den beiden Newsgroups Alt-Urban Folklore und Alt-Flame. Interessanterweise, es gibt zwei Theorien über die Herkunft. Meiner Meinung nach sind beide richtig. Es gibt zum einen diese Fischtechnik, das Trolling, wo man einfach eine Kette mit Ködern ins Wasser wirft und dann damit die ganze Zeit durch die Gegend fährt und wartet, bis die Fische anbeißen. Also man zieht diese Köder hinter sich her. Das nennt man Trolling. Und da habe ich hier 1993 aus Alt-Urban Folklore eben ein Zitat, das ganz stark auf diese Fischtechnik schließen lässt. Fishing allowed, but artificial flies with barbless hooks only. Und hier bei Alt Flame, 1992, kurz davor, da redet jemand davon, dass er Troll genannt wird und das lässt dann eher wieder auf die Sagenkreatur schließen. Also es gibt da aus der Zeit viele verschiedene Quellen, die tauchen etwa gleichzeitig auf. Auch hier, das ist 1993, das war nicht das erste Zitat, wo Trollen als Fischtechnik erwähnt wurde, aber das erste, was man ziemlich gut tracken konnte, was man heute noch gut verwenden kann. Bei den anderen ergibt sich das dann eher ein bisschen aus dem Kontext. Ja, also ich würde sagen, es ist beides, die Sagenkreatur, der Brückentroll und die Fischtechnik, wie man will. Und jetzt geht's weiter, Geschichtliches. Satan, ist Satan ein Troll? Ist jetzt eine Frage, die man sich stellen könnte. Ich meine, er hat ja als Schlange verkleidet, der Eva diesen Apfel da untergejubelt, woraufhin dann alle aus dem Paradies geflogen sind. Also könnte man schon als Trollen sehen, aber ist natürlich Diskussionssache, also Ansichtssache und Diskussionssache, aber dafür sind wir ja alle hier. Das nächste Beispiel, was ich habe, ist Sokrates. Bei Sokrates ist es so, dass er auf den Marktplatz gegangen ist, dem seine Technik zur Wissensgenerierung nennt man Elenktik. Und da ist er halt auf den Marktplatz gegangen, Forum hat man das damals übrigens genannt.
und hat sich da umgeguckt, wo sich irgend so ein Hobbyphilosoph hingestellt hat. Da standen dann schon zwei Leute drumherum. Und dann hat er sich da als interessierten Zuhörer ausgegeben, hat sich das angeguckt, was der so zu sagen hat. Und dann irgendwann ihn immer mehr aus der Reserve gelockt, irgendwann dann eine Gegenfrage gestellt, die dermaßen das ganze Konzept ins Wanken gebracht hat. Ja, könnte man sagen, das ist Trollen. Ist natürlich auch riskant nach meiner Definition, weil man nicht mehr sagen kann, ob Sokrates Spaß dabei hat. Aber ich habe ihn mit in die Liste reingenommen, weil die Trolls selber, also es gibt ja so gewisse Foren, wo die aktiv sind, oder auch Wikis, Encyclopaedia Dramatica zum Beispiel, die bezeichnen Sokrates als den Urtroll überhaupt. Und deswegen ist es auf jeden Fall gerechtfertigt, sich darüber Gedanken zu machen, ob Sokrates ein Troll war. Ich meine, wenn die Trolls selber sagen, es ist in einer, ja. Das nächste ist Diogenes, 400 bis 323 vor Christus, kurz drauf. Der Mann hat in einer Tonne gelebt und hat es zum Beispiel gepflegt, einfach auf Kritiker zu urinieren. Er hat sich da keinen großen Stress gegeben mit den Diskutieren. Ja, öffentlich masturbiert und so Sachen. Er ist auch im Theater, hat er sich keine Mühe gegeben, auf Klo zu gehen. Er hat seine Notdurft einfach an Ort und Stelle in den Rängen verrichtet. Und als Alexander der Große ihn mal besucht hat, so sagt die Legende, dann hat Alexander der Große ihn gefragt, ja, großer Philosoph, ich bin Alexander der Große, ich gewähre dir einen Wunsch, was soll es sein? Und er sagt halt einfach, ja, geh mir aus der Sonne. Ja, ist auch schwer zu sagen, ob er ein Troll war, aber ich finde, da kann man sich schon viel besser vorstellen, dass er auch Spaß dabei hatte. Ja. Gut. Dann jetzt haben wir ein paar Beispiele aus der aktuellen Trollgeschichte. Ralf Puthorn, kennt den jemand? Hand hoch, wer ihn kennt. Ein ganz, ganz bekannter Second Life-Troll. Also Second Life ist ja so ein Online-Spiel, wo man sich ein Avatar anlegt und dann so tut, als ob das sein echtes Leben ist. Also bloß nichts machen, was im echten Leben nicht funktioniert. Und es gibt da ganz viele Firmen, die haben ihre Niederlassungen da virtuell. Daimler hat dann irgendwie einen Standpunkt, wo man dann hingehen kann. Es gibt auch Kleiderläden, wo man sich virtuelle Klamotten kaufen kann. Aber ich habe aus vertraulichen Quellen, also aus verlässlichen Quellen erfahren, dass das größte Business, das größte Geld in Second Life wird in der Tat für virtuelle Geschlechtsteile ausgegeben. Und dementsprechend kommt es dann natürlich auch so dazu, dass sich Männer und Frauen dann halt kennenlernen. Die gehen dann in ihr Haus und machen dann so Sachen. Und normalerweise in der Realität wird da ja niemand einfach mal reingehen. Aber dieser Ralph Puthorn, der nutzt halt einfach die Schwächen des Spiels aus, stellt sich dann, wenn halt irgendwie gerade so zwei beim virtuellen Sex sind, einfach daneben mit seiner Pfeife im Mund, Bierdose, guckt sich das an. Ohne Kommentar. Und dann sagt man halt irgendwie was, ja, Ralph, please go. Und er antwortet dann halt einfach nur mit seinem Signaturwort no. Und bleibt sitzen. Ja, und dann kannst du nichts machen. Im echten Leben würde man diesem Eindringling wahrscheinlich irgendwie einen auf den Deckel geben oder die Polizei rufen. Da gibt es gesellschaftliche Regeln und es gibt Gesetze, die sowas verhindern. Aber sowas gibt es auf Second Life nicht. Das sind alles ungeschriebene Gesetze, so ein Code of Conduct, an dem man sich halten kann, aber eben auch nicht muss. Und dieser Ralph Puthorn, der macht das, der hält sich ganz bewusst nicht an diesen Code of Conduct, im Wissen, dass die ja nichts dagegen machen können eigentlich. Also können nicht vor die Tür setzen. Ja, da gibt es viele, viele lustige Geschichten. Wen es interessiert, bitte einfach mal googeln. Klasse Typ. Dann das nächste Beispiel, auch gleichzeitig ein Beispiel dafür, dass Trolls nicht alles Kellerkinder sind. Ich weiß jetzt nicht, ob er im Keller wohnt, aber er ist definitiv kein Kind mehr. Das wäre David Vaughan. Ist einer der bekanntesten Trolls, hat auch ein Buch über seine Aktionen schon geschrieben. Er ist bekannt dafür geworden, dass er eine Krankenhausrechnung versucht hat mit einer Zeichnung von einer Spinne aus MS Paint, die ja leider vektorisiert wurde, Schweinerei, zu begleichen. Und dann hat er halt die E-Mail, also auf die Mahnung mit einer E-Mail geantwortet. Ich habe leider gerade kein Geld, aber hier ist eine Zeichnung von einer Spinne. Ich denke, wir sind quitt. Und dann kam irgendwie zurück, ja, wir akzeptieren leider keine Spinnenbilder als Zahlungsmittel. Woraufhin er dann aber gesagt hat, ja, dann schicken Sie mir doch bitte meine Grafik zurück.
Und dann hat sie halt die Grafik zurückgeschickt und dann fällt ihm auf, Moment mal, die Spinne hat ja nur 7 Beine. Ich kenne mich, ich bin professioneller Grafikdesigner, ist er wirklich? Und ich würde doch niemals so einen groben Fehler machen. Das ist nicht meine Spinne, ich möchte meine Spinne bitte zurück. Und so ging das dann eine ganze Weile hin und her, die 7-beinige Spinne. Eine andere Aktion, mit der er bekannt geworden ist, sind diese Facebook-Partys. Wir erinnern uns, es gab große Diskussionen, irgendein 16-jähriges Mädel hat in Australien, dann später nochmal in Deutschland, aber das war eine andere Sache, erst in Australien ihre Geburtstagsparty aus Versehen auf öffentlich gestellt. Und ruckzuck haben sich bestimmt 500.000 Leute da selber eingeladen. Und die Politik hat darüber diskutiert, ob man Facebook-Partys verbieten soll. Die Presse hat darüber berichtet. Ja, während David Vaughan auf seiner Webseite Merchandise verkauft hat. Als das Ganze dann gelaufen ist, hat er dann Beweise vorgelegt, dass er sich einfach auf der Google-Bildersuche so ein Bild von irgendeiner 16-Jährigen rausgesucht hat, hat sich dann ein Facebook-Profil aufgebaut diese Party inklusive Sicherheitslücke konstruiert. Und dann hat er den Link auf diese Facebook-Party-Seite auf Twitter an seine vielleicht 2000 Follower geschickt, so mit dem Kommentar, guck mal, wie blöd die ist, könnte ja jeder kommen. Ja, die fanden das dann so lustig, dass sie es weitergetwittert wurden. Das Ding ist viral gegangen und Riesenstory. Ja, alles ein Troll gewesen. Ja, David Vaughan. Dann gibt es natürlich auch Negativbeispiele. Jesse Slaughter ist da ziemlich bekannt. Und zwar ist das ein 11-jähriges Mädchen damals gewesen und die war halt auf so einer Videochat-Community, war sie sehr aktiv, StickM. Und da hatte sie auch ziemlich viele Hater. Dann hat sie einmal ein Video eben aufgenommen, das diese ganzen Hater adressiert. Und da sagt sie halt Sachen, die eigentlich ein 11-jähriges Mädchen im Internet nicht sagen sollte. Zum Beispiel, all your haters can suck my non-existent penis, get AIDS and die. Oder if you've got a problem with me, I'm prettier than you. My boyfriend looks better than you. You're just jealous. And if you've got a problem with me, then I'll pop a Glock in your mouth and make a brain slushy. Und davon fühlt er sich 4chan dann provoziert. Die haben dann angefangen, einfach das Mädel zu trollen. Wie sie getrollt haben, ist relativ irrelevant, weil es einfallslos waren. Also es waren halt einfach böse Anrufe, Briefe, Stripperinnen oder sowas, unbezahlte Pizzas nach Hause geliefert. Also das volle Programm. dann hat sie den größten Fehler gemacht, den man in dieser Situation machen kann. Eine Woche später nochmal ein Video. Ich versuche jetzt mal, ob das vielleicht nicht doch geht. Mach mal ein Video auf, das ist so tragisch lustig. Okay, you guys, this is just for you. You know what? Ihr Vater hat sich eingemischt, das war das Schlimmste. I'm gonna tell you right now, this is from her father. You bunch of lying, no good punks. And I know who it's coming from, because I backtraced it. And I know who's even on the news doing it. And you've been reported to the cyber police and the state police. And you better write one more thing. Or screw with my computer again, you'll be arrested. End of conversation from her father. You're right, it's fucking gonna come and beat her ass. And if you come near my daughter, guess what? Consequences will never be the same. You lying bunch of pricks. See, my house has been like this. Everybody's been posting stuff about me, okay? Also das war... Wenn man mal getrollt wird, so nicht. Außer man möchte möglichst viel Drama generieren, dann ist das genau richtig. Also was der Vater da für Brecher gebracht hat, we know where it's coming from, because we backtraced it. Oder we're working together with the state police and the cyber police. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, cyber police. Ja. Was ist passiert? Das weiß ich, weil der Vater mittlerweile tot ist, weil jede Menge Nachrichtensender sie in der Klapse interviewt haben danach. Also ich erzähle gleich, wie es weitergeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht inszeniert ist, weil es eigentlich kaum möglich wäre, so etwas zu inszenieren. Es waren ja wirklich hunderttausende Trolls dabei, die teilweise auch vor Ort waren. Die Polizei war involviert.
es gibt einen Gerichtsprozess und vor Gericht, da tauchen natürlich dann spätestens die echten Namen auf und die ganze Geschichte. Also das Ganze geht noch viel weiter als dieses Video. Sonst ist klar, natürlich könnte das auch ein Troll sein, der nur die Trolls trollt. Das ist auch immer interessant. Trolls, Trolling, Trolls. Ja, aber in diesem Fall hat der Vater es halt total verschlimmert. Es ging dann so weiter, dass sie natürlich weiter getrollt wurde von Anonymous. Irgendwann ging sie nochmal online. Ihr Vater hat sie dabei erwischt, wie sie auf Stickam irgendwie mit Webcam gechattet hat. Und er ist so ausgeflippt, dass er ihr ins Gesicht geschlagen hat. Und dann war Anonymous wieder sauer. Also dann war es vorbei mit Trollen. Dann hieß es ja, wir müssen den Vater hinter Gitter bringen. Man schlägt doch keine Kinder. Es hat auch funktioniert. Also die Eltern haben dann ihr Sorgerecht verloren. Sie wurde halt in ein Kinderheim eingewiesen und der Vater starb letztes Jahr an Herzproblemen. Also so ist es dann zu Ende gegangen. Und da denke ich schon, das kann man schon sagen, dass es nicht inszeniert war, weil das ist alles dokumentiert. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Trollen kann auch ganz schön böse sein, vor allem wenn da noch eine Gruppendynamik mit reinkommt, wie das auf 4chan ganz schnell passiert. Dann ist halt die ganze Gruppe, der ganze Mob, ist genauso gut wie der Gutartigste und genauso böse wie der Bösartigste aus der ganzen Masse. Das kann ganz schnell ganz böse werden. Aber nun die eigentliche Frage, was macht man denn in so einer Situation korrekterweise? Es ist erfrischend einfach. Gar nichts. Also egal wie, genau richtig, don't feed the trolls. Ich weiß, es ist manchmal schwer, wenn einen jemand persönlich angreift, dann hat man so ein inneres Bedürfnis, sich zu verteidigen oder darauf zu antworten. Nein, nicht machen. Einfach im schlimmsten Fall Internetstecker raus für 2 Wochen in Urlaub fahren. Wenn man zurückkommt, ist die ganze Sache gegessen und keinen juckt's mehr. Da gibt es die Green Hair Theory von Jason Fortuny. Jason Fortuny ist so ein Troll, der hat mal irgendwie, war auch ein ziemlich böse Geschichte, der hat irgendwie so eine Anzeige auf Craigslist reingestellt von wegen, ja, Frau um 40 sucht zwangslose intime Kontakte und hat dann ganz viele Antworten bekommen mit Fotos teilweise und der hat die dann einfach alle veröffentlicht. Und da waren schon ziemlich hohe Tiere in irgendwelchen Firmen dabei. Böse Geschichte. Jedenfalls hat Matthias Schwarz, ein Journalist, ihn für ein Interview, also für einen Artikel New York Times, interviewt. Und da gab es diese wahnsinnig interessante Konversation, wo sie beide am Tisch saßen und der Troll zum Herrn Schwarz gesagt hat, you have green hair, he told me. Did you know that? Und dann sagt er natürlich, ja nee, ich habe keine grünen Haare. Ja, aber warum nicht? Ich habe in den Spiegel geguckt. Das letzte Mal waren sie noch schwarz. Und dann meint der Troll, ja, das ist aber interessant. Du weißt genauso gut, dass du grüne Haare hast, wie du weißt, dass du ein wahnsinnig schlechter Reporter bist. Und dann antwortet er, was meinst du damit? Was habe ich denn gemacht? Ja, und das ist jetzt der interessante Punkt. Warum sagt er bei den Haaren einfach, nö, habe ich nicht? Und wenn man ihm dann darauf anspielt, dass er ein schlechter Reporter ist, dann fragt er nach, ja, warum denkst du, dass ich ein schlechter Reporter ist? Es ist ganz einfach. Jeder Mensch hat so gewisse Selbstzweifel in sich drin. Wirklich jeder Mensch. Die sieht man nicht im Spiegel. Das sind Sachen, die man nicht mit einem Blick in den Spiegel ausschlagen kann. Zum Beispiel, ob man ein schlechter Reporter ist. Und das wissen gute Trolls. Die haken da genau ein. Während sie selber sich oft hinter einer Maske verstecken. Also da ist es dann so, dass die Rolle, die die Trolls selber spielen, oft gar nicht in direkter Verbindung steht mit der eigentlichen Persönlichkeit. Und dadurch ist der Troll im Grunde genommen unverwundbar, weil diese Theorie nämlich bei ihm nicht zutrifft. Man kann dem Troll sagen, was man will. Ja, du bist ein schlechter Reporter. Ich bin gar kein Reporter, sagt der Troll. Ja. Deswegen nie mit Trolls argumentieren. Also don't feed the trolls. Jetzt gibt es ein paar Gegenmaßnahmen für Admins. Als User ist es relativ einfach, einfach gar nichts machen. Aber als Admin, wenn man so eine Community aufbaut, dann kann man da schon relativ viel machen. Es gibt aber nicht das Allheilmittel. Es gibt viele Ansätze, aber alle haben auch irgendwie ihre Schwächen. Zum Beispiel könnte man klare Regeln aufstellen. Wenn man klare Regeln aufstellt, dann gibt man den Moderatoren damit im Prinzip das Recht, einfach Leute zu bannen. Wenn man jetzt die Regeln unklar macht, dann wird sich die Community eventuell gegen die Moderatoren richten, wenn sie da zu sehr durchgreifen. Man könnte auch gar keine Regeln aufstellen.
dann hat der Troll auch gar nichts, wogegen er verstoßen kann. Dann wird es vielleicht auch irgendwann relativ langweilig. Das nächste wäre, dass man zum Beispiel Änderungen speichert, wie das auf Wikipedia passiert, wo einfach verschiedene Revisionen gemacht werden. Und wenn irgendjemand das Geburtsdatum von Angela Merkel umändert oder sonst was Ähnliches, dann wird die Community das relativ schnell wieder zurückgestellt haben. Ohne Kommentar. Genauso ist es mit Etherpad, ich glaube heute PiratePad. Da ist es auch so, das ist so ein kollaboratives Writing-Tool, wo alle gleichzeitig in Textdokumente reinschreiben können. Da ist es natürlich ganz einfach, STRG, A, Backspace, ist alles weg. Aber so einfach ist es dann doch nicht, weil man es einfach mit einem Klick wieder zurückstellen kann. Und so schützt sich dann sowas vor Trolling. Das nächste ist, dass man Communities klein hält. Da gibt es diese Dunbar's Number. Das ist eine Zahl, die besagt, wie viele Leute wir persönlich noch irgendwie kennen können, wie vielen Leuten wir persönlich einen Kontakt haben können. Wenn eine Community-Größe diese Zahl übersteigt, dann kommen wir irgendwann dahin, dass nicht mehr jeder jeden irgendwie kennt. Und das ist natürlich einleuchtend, dass dann ein Troll auch deutlich leichteres Spiel hat. Ich meine, wenn sich jeder untereinander kennt in der Community, dann ist da nicht viel zu machen. Dann ist sofort klar, wer der Troll ist, da spricht sich rum und der Troll ist draußen. Das nächste, es ist eigentlich geradezu schon langweilig, seine User weiterbilden. Wenn die User wissen, dass man den Troll nicht füttern darf, dann wird es den Troll auch ganz schnell langweilig. Was man auch machen kann, ist Hürden aufbauen zur Partizipation. Die Foren von Something Awful, die machen sowas. Da muss man 10 € bezahlen, einmalig, um deinen Account anzulegen. Und dann kann man diskutieren, solange wie man gebannt wird. Trolls werden sofort ohne Diskussion gebannt. Und wenn die dann wieder teilnehmen wollen, dann müssen sie halt nochmal 10 € zahlen. Hat natürlich auch den Nachteil, dass viele Leute sich in so einem Forum erst gar nicht anmelden, weil die sich denken, ja, warum sollte ich dafür 10 € zahlen? Andere Möglichkeit ist, Wissen abzufragen. Dass man zum Beispiel, ich habe das Beispiel mal irgendwie in so einem Küchenmesserforum gesehen und da musste man bei der Anmeldung irgendwie so eine Frage beantworten, die nur absolute Küchenmesser-Nerds wissen können. Was natürlich wieder den Nachteil hat, wofür hat man so ein Forum? Nicht nur, damit sich Nerds gegenseitig irgendwie ihre Sachen erzählen können, sondern auch, damit die Leute, die sich nicht gut damit auskennen, sich mal ein bisschen mit den Leuten, die die Ahnung davon haben, kurzschließen können. Das ist dann halt eben nicht mehr so wirklich möglich. Also außer der Neuling googelt dann halt einfach. So kann man das Ganze auch natürlich umgehen, habe ich dann auch gemacht. Ja. Das nächste ist, ja, einleuchtend einfach die Trolls bannen, aber dann melden sie sich halt einfach wieder an, wenn es ein Troll ist, der es wirklich ernst meint. Das nächste wäre halt Crowd Control, das wird auf YouTube zum Beispiel so gemacht, dass einfach Troll-Kommentare, die werden versteckt, wenn die zu viele Daumen nach unten bekommen. Funktioniert aber auch nur, wenn man eine relativ große Community hat. Und da ist wiederum das Problem, wenn ich jetzt selber ich denke mir einen tollen Kommentar aus, der erscheint aber überhaupt, also niemand kriegt ihn zu lesen, weil immer die gleichen Kommentare, die schon irgendwie 300 Daumen nach oben haben, ganz oben stehen. Das hat man ja auf Reddit auch. Man postet was total, total Interessantes, aber im Endeffekt sieht es nie jemand, weil sich die allermeisten Leute doch eh nur die Frontpage anschauen. Oder wenn es hochkommt, noch die ersten 2 Seiten der abonnierten Subreddits. Ja. Und das nächste ist Anonymität. Wird oft gesagt, dass es Trollen verhindern würde. Stimmt bis zum gewissen Grad, weil man in einer anonymen Umgebung, tja, kann man sich halt niemanden rausgreifen. Identität wird halt, nee, Moment mal, ich bringe das jetzt ganz gerade ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Identität, da ist es so, dass man sagt, ja, wenn man auf Facebook ist, dann wird weniger getrollt, weil alle da mit ihrem echten Namen drin sind. Das ist aber Blödsinn. Trollen ist ein Spiel mit Erwartungshaltung. Wenn ich jetzt irgendwo auf Chatroulette bin, dann erwarte ich doch nicht ernsthaft, irgendwie eine intellektuelle Konversation mit jemandem zu führen. Da erwarte ich doch gleich schon, getrollt zu werden. Deswegen ist Anonymität eigentlich ein ganz gutes Mittel, um die Trolls fernzuhalten, weil denen wird es da ganz schnell langweilig. Das ist irgendwie nicht viel zu holen. Wenn ich jetzt auf Facebook bin, da gibt es so ganze Trollrings. Ich habe das mal auf 4chan gesehen, ein Thread, wo sich Trolls ihre Facebook-Accounts zuschicken, damit sie sich gegenseitig halt dann anfreunden, damit es glaubwürdiger wird, wenn sie trollen. Also normalerweise erkennt man einen Fake-Account auf Facebook ja daran, dass er vor 2 Wochen gegründet wurde, keine Freunde hat und noch nie was geschrieben hat.
aber die konstruieren sich ihre Fake-Identitäten eben. Und damit kann man schon ganz heftig trollen, weil niemand es erwartet. Also ein Spiel mit Erwartungshaltungen. Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Sei ein Troll. Nur so kann man Trolling verstehen, wenn man es selber ausprobiert. Und da gibt es jetzt nicht das Erfolgsrezept, weil wie gesagt, Trolling basiert vor allem darauf, dass man immer irgendwie was Neues macht, was die Leute nicht erwarten. Und wenn ich jetzt irgendwie eine coole Geschichte erzähle, wie man trollen kann, dann wissen alle, die hier in diesem Raum sitzen, schon mal Bescheid, also, und werden nie wieder darauf reinfallen. Deswegen ist es wichtig, dass man seine Opfer erstmal studiert, dass man vertrauenswürdige Signale aussendet. Also dass man halt guckt, was zum Beispiel in einer Community üblich ist. Es gibt ja zum Beispiel in Hackerforen im Usenet hat man zum Beispiel so einen gewissen Hackerslang drauf gehabt. Den musste man halt erstmal kennen, bevor man da wirklich ernst genommen werden konnte. Deswegen sollte man seine Opfer kennen. Das sind auch diese Identitätshinweise aus dem nächsten Punkt. Sprache, Name, also selbst mein Username, das sind alles Identitätshinweise, die ich sende. Ich muss mir ganz bewusst klar werden, was für Identitätshinweise sende ich aus. Und die müssen passen. Und dann muss ich auch das Medium ganz bewusst wählen. Wenn ich zum Beispiel ein Forum trolle, dann ist das ganz anders, wie wenn ich einen Chat trolle. Denn in einem Chat habe ich keine Geschichte. Auf Chatroulette, da sind alle nur irgendwie so ein Webcam-Bild. In einem Forum, da habe ich das Problem, dass ich anfangs halt einfach null Posts habe. Wie wird man da also ernst genommen? Da braucht man ganz andere Techniken, ganz andere Herangehensweisen. Aber was halt gleich ist, ist, dass man immer infiltrieren muss. Also ein guter Troll, der schaut sich so ein System an, bemerkt Schwachstellen und überlegt sich dann, wie man das Ganze ausnutzen kann. Jetzt zum Beispiel gibt es ja immer mehr DJs, die in den Discos mit ihren MacBooks stehen und da dann irgendwie ihr DJ-Programm drauf haben und die Musik damit machen. Es gibt aber gleichzeitig auch Fernbedienung für Mac. Und dann kann man zum Beispiel einfach so ein MacBook mal vom DJ ausschalten oder einfach das Lied weitermachen, wenn es einem nicht gefällt. Ist auch wieder ein Spiel mit Erwartungshaltungen. Mittlerweile gibt es viele DJs, die deswegen Infrarot immer oder sämtliche Kommunikationsmöglichkeiten mit der V-Mode unterbinden, wenn sie auflegen. Aber bei so Remote. aber ja, da gab's sicherlich schon coole Geschichten mit. Kann ich mir vorstellen. Und was auch ganz wichtig ist, man muss vertrauliche Signale benutzen, also Sachen, die man einfach nicht hinterfragt, weil es ist halt so. Wenn jetzt allerdings ein Signal schon zu oft getrollt wurde, dann wird das Signal irgendwann zu Noise und es steckt einfach keine Botschaft mehr drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Zwiebeln, ich kann dir die ganzen, mach da so Stecker rein und dann sieht es aus wie so ein Zuckerapfel. Aber jeder, der da schon zweimal reingebissen hat, der wird sein Leben lang für den Rest seines Lebens jeden Zuckerapfel erst anschneiden, bevor er reinbeißt. Ja, und dann funktioniert es halt nicht mehr. Ist immer das Spiel mit der Erwartungshaltung. Auch hier ist es wieder so ein Beispiel. Kann man ganz gut im Büro machen, analoges Trollen. Man legt eine Büroklammer auf den Kopierer und kopiert dann einfach mal so 50 Seiten. Und dann legt man die Kopien mit der Büroklammer drauf wieder zurück in den Kopierer. Kein Mensch wird darauf kommen, dass die Büroklammer auf dem Papier ist. Alle werden irgendwo im Papiersystem nach der Büroklammer suchen. Im besten Fall kommt der Kundendienst und nimmt den Kopierer auseinander. Das ist doch klasse. Ja. Jetzt habe ich hier noch ein paar Beispiele, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Kennt ihr diese Ohrringe? Das Bild ist relativ alt, das habe ich schon vor langer Zeit im Internet gefunden. Wenn einfach mal in diese Tunnelohrringe so ein Vorhängeschloss reinhängt und dann mit dem Schlüssel einfach abhaut. Ja. Da ist es klar zu erkennen, ein Konzept. Jetzt habe ich aber letzte Woche im Internet das hier gefunden. Da lässt sich jemand so ein Vorhängeschloss vom Ohrring abflexen. Also irgendjemand scheint das gemacht zu haben. Ziemlich fies. Dann, was auch eine gute Idee ist, aber ich habe recherchiert, in Deutschland sind solche Ködersprays sehr schwer zu erwerben.
Aber es wäre eine gute Idee. Man könnte da sicherlich irgendwas anderes stattdessen benutzen. Also hier ist einfach die Idee, dass man so ein Köderspray nimmt, das irgendwie nach mit Schrimpsgeruch, ja, also für Angelbedarf, um seine Wurmköder noch köstlicher für die Fische zu machen. Und dann nimmt man sich halt irgendwie so eine Sprühflasche Lufterfrischer, macht das Etikett ab und entwickelt das dann halt um diese Schrimpköderdose. Und dann wird man halt irgendwie seinen stinkenden Raum einsprühen und plötzlich riecht alles nach Fisch. Auch ganz toll, aber leider gibt es in Deutschland diese Ködersprays nur sehr, sehr sporadisch zu erwerben. Ja. Und das ist auch so eine Sache, auf Facebook kann man natürlich super gut trollen. Ein sehr einfaches Ziel sind natürlich Leute, die sich mit dem Internet nicht so gut auskennen. Hier ist eine Großmutter, die sagt, danke, dass du mir gezeigt hast, wie man Google Maps benutzt. Es ist ein bisschen verwirrend, aber ich lerne das. In Liebe, deine Oma. Und das ist ein Kumpel von dem, schreibt dann halt einfach, Frau F., versuchen Sie mal lemonparty.org. Das ist gerade auf Senioren ausgelegt und es ist deutlich einfacher zu bedienen. Ja, und die Frau sagt dann halt, danke Todd, werde ich ausprobieren. Marc, deine Freunde sind ja so hilfreich. Gut, Hand hoch, wer weiß, was lemonparty.org für eine Seite ist? Doch so wenige? Also ich fasse das mal zusammen. Es ist eine Seite, wo ich niemanden empfehlen würde, drauf zu gehen. Es ist genau ein Bild drauf und dieses Bild wird man so schnell nicht mehr vergessen. Ja. Außer man ist genug auf 4chan unterwegs, dann ist das eh alles nur Alltag. Ja. Eine ganz gute Idee. Man kennt ja diese alte Story, also das ist ja schon echt ein alter Hut. Mentos in Diät-Cola reinmachen und dann explodiert die Cola. Aber man könnte doch einfach Mentos in Eiswürfel. Und das an Gästen servieren. Super. Habt ihr Mentos da? Ja. Cola auch? Ich sehe da noch ein paar leere Plätze. Also ihr kennt das ja alles schon, aber wenn nachher noch ein paar Leute kommen, können wir denen ja mal Cola anbieten. Das war auch ein Beispiel. Gruppentrolling, 4chan. Den hat irgendwas an YouTube nicht gepasst. Da hat halt irgendein Blogger, sein Kanal wurde gelöscht und Anonymous fand das furchtbar unfair. Und da haben sie entschieden, dass sie sich an YouTube rächen müssen. Und wie machen sie das? Klar, tausende anonyme Leute laden unter ihren Fake-Accounts auf YouTube monatelang Pornografie hoch, aber privat, sodass die Moderatoren es nicht sehen und löschen können. Und dann hat man einen Termin, wo auf einen Schlag weltweit all diese Leute all ihre pornografischen Videos auf öffentlich stellen. Und die komplette Frontpage war halt tatsächlich voll mit pornografischem Material. Und dann haben sie gemerkt, es ist relativ einfach, durch Algorithmen da irgendwie rauszufinden. Also die haben halt den dummen Fehler gemacht, das Ganze dann noch irgendwie anfangs mit Marble Cake zu taggen. Hätte man ja darauf kommen können, dass das nicht das Beste ist. Und so hatten die Moderatoren dann ein relativ einfaches Spiel. Dann haben sie weitergemacht und haben das Ganze ohne Text dann nochmal neu hochgeladen. Alle gleichzeitig, die Server wurden halt echt geflutet. Und ein paar Leute waren so engagiert, die haben das sogar in ganz harmlose Kochvideos dann einfach reingeschnitten. Also die ersten Sekunden Kochvideo und dann ging halt plötzlich irgendwie so ein ganz krasser Streifen los. Und wer 4chan kennt, das sind dann wirklich schon nicht mehr ganz normale Sachen. Und ja, und gleichzeitig hat sich dann ein anderes Team rausgebildet, das völlig normale Videos als inappropriate geflaggt hat, um die Moderatoren zu verwirren. Und die haben halt Tage gebraucht, um das alles wieder aufzuräumen. Gab in Amerika natürlich auch einen Riesenskandal, wie man sich vorstellen kann. Also auch noch eine Klassiker, einfach ein ganz großer Klassiker. Chatroulette. Es funktioniert mittlerweile nicht mehr so gut, weil es sich mittlerweile einfach rumgesprochen hat. Auf Chatroulette ist ja so eine Webseite, wo jeder mit, also wo man zufällig einen Chatpartner zugewiesen bekommt und dann hat man halt einen Videochat. So, jetzt wissen aber nicht so viele oder wussten nicht so viele, dass man statt seinem eigenen Webcam-Bild natürlich mit einem kleinen Programm auch irgendwie, ja, ein Video von der Festplatte einbinden kann. Und dann gab es halt Leute, die haben sich dann ziemlich gut aussehende Mädels irgendwie so in lasziven Posen vor dem Rechner als Videoloop da reingemacht und haben dann irgendwie mit den Leuten gechattet.
und haben gesagt, ja, ich würde mich ja ausziehen, aber ich muss dich vorher um einen Gefallen bitten. Kannst du dir bitte einen Schuh auf den Kopf? Frag bitte nicht, aber stell dir bitte doch mal einen Schuh auf den Kopf. Dann haben sich die Leute einfach einen Schuh auf den Kopf gestellt manchmal. Dann gab es einen Screenshot und next. Ja, und so kommt es halt, dass manche Leute wirklich so Schuh auf den Kopf sind, Sammlungen haben. So, jetzt habe ich zum Abschluss noch ein ganz schönes Beispiel, sehr aktuell. Mountain Dew ist ein amerikanischer Softdrink-Hersteller. Der hat eine Competition gestartet im Internet. Da durfte man sich für die neue Geschmacksrichtung einen Namen aussuchen und dafür abstimmen. Das Ganze hieß Dub the Dew. Wie das auch mit dem Bud Spencer-Tunnel in Schwäbisch Gmünd gelaufen ist. Nicht ganz so, wie sich die Marketingleute das vorgestellt hatten. Aber hier ist halt 4chan drauf aufmerksam geworden und das hat das Ganze noch ein ganz anderes Level gehievt. Also kurze Zeit nachdem das Ganze angefangen hat, sah die Toplist halt so aus mit Hitler did nothing wrong auf ersten Platz mit wahnsinnig viel Vorsprung. Und dann alle möglichen anderen Namen, da war wirklich kein Name dabei, den die allen Ernstes hätten nehmen können. Und dann wurde es noch schlimmer. Und dann irgendwann haben sie die Seite auch noch gehackt. Dann sah das Ganze dann so aus. Ja. Man kann es jetzt nicht lesen, aber hier ist dann so eine Alert-Box, die dann erscheint. Wenn man auf die Seite geht, da steht dann auch noch hier, Le Nine Gag is Legion. Nine Gag ist also man darf ja nicht über 4chan reden. Haben wir also schon falsch gemacht. Deswegen ist das immer Nine Gag oder E-Bombs World. Genau. Ja, und Mountain Dew hatte dann halt echt das Problem, dem restlichen Internet zu erklären, warum die jetzt einen Rückzieher machen. Genauso war es bei Priel. Richtig. Priel hat auch so einen Contest. Designe. Nicht die Pointe schon verraten. Priel hat einen Contest ausgerufen, da durfte man die neuen Priel-Designflaschen entwerfen. Und man konnte dann dafür abstimmen. Und die Flaschen, also die fünf Flaschen mit den meisten Votes, die sollten halt so im Laden erhältlich sein. Das war das Versprechen. So, jetzt war aber Platz 1 einfach so eine Flasche, braun angemalt. Und zwar so in MS Paint, so ein Hähnchenschlägel drauf, stand drunter, schmeckt lecker nach Hähnchen. Dann hatte Priel ein Problem. Also es war im Endeffekt unter den fünf Besten natürlich nichts dabei, was man so ernsthaft drucken konnte. Deswegen war es alles wieder für die Katz. Es passiert, wenn man die Trolls nicht mit einberechnet. Ja, dann gibt es natürlich auch Probleme. Darüber wollen wir natürlich auch hier diskutieren. Trolls haben ein sehr schlechtes Bild in den Medien, was zum Teil eben daher kommt, dass viele Leute völligen Blödsinn rauslabern oder sich einfach bescheuert benehmen und dann am Ende sagen, nachdem sie bemerkt haben, wie blöd, also wie sehr sie sich jetzt eigentlich blamiert haben, hey, war doch nur Trollen. Lol, ich habe dich getrollt. So. Und das zieht natürlich den Ruf von uns ehrenhaften Trolls ziemlich in den Keller. Dagegen müssen wir uns wehren. Ja. Die Trollforschung steht noch ganz am Anfang. Wir haben hier heute zusammengefunden, morgen auch noch, um darüber mal zu diskutieren. Ich bin sehr gespannt, was da noch für Ansichten bei rauskommen. Steht sehr viel zur Diskussion. Trollen hat sehr, sehr viele Facetten. Das Trollen zu definieren, ist auch schon eine Wahnsinnsarbeit. Es ist total schwierig. Also ich habe an meiner Definition ziemlich lang dran gesessen. Die ist im Original übrigens auf Englisch, deswegen klang sie heute auch ein bisschen holprig. Und mittlerweile ist mir auch schon klar geworden, dass die Definition auch wieder nicht so 100% passend ist. Also es ist immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da muss noch viel, viel passieren. Viel Diskussion. Gleichzeitig ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, über eine Kultur zu recherchieren, die irgendwie auf Täuschung aufbaut, in so einem starken Maß wie Trollen. Genau. Aber unsere Aufgabe ist es, da als Experten reinzugehen, das Ganze zu diskutieren und hier spread the word. Trolling is a art. Ja,
lassen sich den Spaß am Trollen nicht nehmen. Das war mein Vortrag. Vielen Dank. Ja, also hier kann man nochmal, wenn es interessiert, also die Diplomarbeit, die ist als PDF gratis online, findet man unter diesem Link. Man kann es, wenn man jetzt auf Gedrucktes steht, sich auch irgendwie über Print on Demand als Buch bestellen. Auch super, kriege ich Internetgeld. Auf fremden Leuten. Hm? Auf fremden Leuten. Auf fremden Leuten, ja. Genau, also. Gibt es Fragen? Ansonsten wäre ich fertig. Haben wir überhaupt einen Frageteil mit einberechnet? Ich habe das Kabel eben, rausgezogen. Ich glaube, wir können Fragen machen, aber du bist ja so allumfassend informiert, dass keiner mehr jetzt hier irgendwie Fragen hat. Na, ich hoffe doch, dass das. Ansonsten würde ich vorschlagen, meldet euch bitte, dann komme ich mit dem Mikro rum, das macht es einfach leichter, ja, dass auch so die Fragen später auf der Aufzeichnung sind. Das wäre ganz toll. Ja. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Also, war hier nicht noch ein Schnurrbart? Nee, das finde ich nicht okay. Nee, wenn du Schnurrbart ansiehst, dann stelle ich meine Frage nicht. Ah, okay. Nee, dann lass mal das. Ja. Und zwar, ich hab mir überlegt, diese Reihe der Trollgeschichte, wenn man dann anfängt bei Sokrates, Diogenes und so weiter, ist das, ich würde das hier mal so jetzt in den Raum werfen, ist das gerechtfertigt, weil ich denke, dass gerade durch die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, eben ganz andere Arten von Trolling möglich sind. Kann man das wirklich in eine Reihe setzen? Ist zum Beispiel nicht dieses auch diese Möglichkeit, mit Identitäten zu spielen und auch dann mit der wahren Identität zu beweisen, dass ich getrollt habe, dieser Rhythmus von Anonymität und Identität und all diese Sachen, ist das überhaupt, kann man das damit vergleichen, dass jemand irgendwie im Theater, während der Bürgermeister spricht, einfach laufen lässt? Ja, das ist eine legitime Frage, gute Frage. Was ist denn das für ein Scheißmonokel? So. Ja, ich finde, das hast du schon recht richtig erkannt. Und das ist auch der Grund, warum es gerechtfertigt ist, dass man jetzt im Kontext Internet nochmal dieses Thema Streiche spielen, Trollen komplett neu aufrollt. Also das habe ich auch ganz oft gesagt, also ganz oft gehabt, dass mir irgendwelche althergebrachten Wissenschaftler irgendwie gesagt haben, ja wie, was willst du denn über Trollen schreiben? Das ist doch voll der Blödsinn, das interessiert doch keinen, das ist doch genau das, das hat man doch alles schon da und da und da, und nur weil jetzt ein bisschen Internet dabei ist, ist das doch nichts grundlegend anderes. Naja, kann man sich drüber streiten? Sollte man sich drüber streiten? Ja? Da war zuerst, glaube ich. Ich wollte nur eine ganz kleine Bemerkung dazu, das grundlegend andere im Internet ist ja, dass es schriftlich ist und bei dem Betrollten dann eben auch möglicherweise auch noch verstärkt ankommt. Hast du dazu was geforscht? Ja, natürlich. Also klar, es ist. Achso, okay. Ja, das war diese Sache mit diesem Online-Disinhibition-Effekt. Es ist vieles im Internet anders. Also ich kann irgendwas einfach hinwerfen, irgendwas schreiben, und ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken machen, wie das dann nachher aufgefasst wird. Gleichzeitig bekomme ich die Nachricht. Ich habe kein Gegenüber, keine Mimik, die ich interpretieren kann. Das, was ich nicht habe, das stellt sich mein Kopf vor. Es entsteht ja trotzdem irgendwie ein Bild im Kopf, wie das Gegenüber wohl irgendwie drauf ist, wie es aussieht, wie es sich verhält. Und das ist zum Beispiel im Internet ganz groß anders. Ja, da? Hat man eine Frage? Also wenn ich den Vortrag, so wie ich das verfolgt habe, habe ich den Eindruck, du verstehst unter Trollen eigentlich nur Scherz und Streichspiele. Und das würde ich sagen, damit kommst du nicht weit. Wenn es nur Scherz- und Streichspiele sind, dann findest du eigentlich, da ist schon mehr Erfahrung drüber gesammelt und mehr schon erforscht, als du in einem Leben bearbeiten kannst. Also Scherz- und Streichspiele haben seit dem 18. Jahrhundert
kulturgeschichtlich sind die von Bedeutung immer dann, wenn Menschen sich irgendwo versammeln, beispielsweise in den 18. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert hat das angefangen, dass in Versammlungen Streiche gespielt wurden. Das hat sich fortgesetzt und wir kennen dann die versteckte Kamera und so. Und wenn du das so als sowas verstehen willst, dann ist Trollen total langweilig und ist eigentlich nur eine Freizeitbeschäftigung von Leuten, die eigentlich entweder sonst wichtigere Dinge zu tun haben oder, weil sie eben dies tun, nichts Wichtigeres. Und dann ist es nicht interessant. Mhm. Trollen ist was anderes. Also Trollen ist eben gerade, und das, also deshalb fand ich eigentlich nur die letzten Sätze von dir wirklich, wirklich gut, wo du nämlich sagst, eigentlich wissen wir nicht, was wir damit anfangen sollen. Und ich glaube, erst dann wird es interessant, wenn du sozusagen mit Nichtwissen anfängst. Wenn du nur sagst, da passiert irgendwas, es zieht Aufmerksamkeit auf sich, es erzeugt Probleme. Ich fand dieses Interview damit ganz am Anfang mit diesem Professor, das war unglaublich interessant. Ich würde das gar nicht so beiseite schieben, was die Leute da erzählen. Es zieht Aufmerksamkeit auf sich, es zieht, wie ich meine, Ratlosigkeit oder Hilflosigkeit. Dieses Interview mit dem Professor war ganz toll. Ja. Es wird ein Professor gefragt, der seinem Beruf nach wissenschaftliche Wahrheiten verbreiten soll. Und wenn er gefragt wird, was weiß er denn darüber, sagt er eigentlich nichts, aber ich vermute, und das wird dann zur Wahrheit gemacht. Genau. Ja, und daran merkt man, dass es eigentlich nur Ratlosigkeit ist oder auch diese Zeitungsüberschrift ganz am Anfang. Das ist diese Feiglinge, die aus der Anonymität heraus. Also, das ist eigentlich nur Ratlosigkeit. Und ich finde, diese Ratlosigkeit muss man ernst nehmen und nicht so sehr die Frage, was ist Trollen? Weil und schon gar nicht solche Überlegungen wie, es gibt ernsthaftes Trollen oder unernstes Trollen, es gibt richtiges oder falsches, es gibt wahrhaftes oder schädliches oder so. Das habe ich ja so auch gar nicht gesagt. Also das denke ich auch gar nicht, dass es so ist. Aber okay, ich wollte nur sagen, also okay. Ich will jetzt selber keinen Vortrag halten, um Gottes Willen. Ich will nur sagen, viel interessanter wäre es also nicht mit dem, was man weiß darüber, sondern mit dem, was man eigentlich nicht weiß. Mhm. Und dann erst fängt das an, interessant zu werden. Und dann kann man sich fragen, warum erzeugt das diese Ratlosigkeit? Und das verweist eigentlich nicht auf das Trollen, sondern auf das, worauf wir uns einlassen, wenn wir uns mit Internet beschäftigen. Ja. Ja, das stimmt schon, aber es ist ja auch nicht so, dass ich sage, das ist einfach immer nur Streiche spielen, sondern für mich ist das eben meine Herangehensweise an die Problematik, wie ich Trollen denn überhaupt zu fassen kriege, wie ich es abgrenze, zum Beispiel vom Kreditkartenbetrug. Und meine Ansicht ist eben, dass Trollen diesen Spaßfaktor irgendwie innehaben muss, sonst ist es kein Trollen, sondern zum Beispiel Betrug. Also es ist natürlich jetzt auch nicht die Wahrheit, die in Stein gemeißelt ist, aber es ist meine Ansicht. Und deswegen sind wir auch heute hier, damit wir zum Beispiel über solche Ansichten diskutieren können. Und dann eventuell auch, ich bin gespannt, wenn was Besseres rauskommt, dann soll es so sein. Also es ist nun mal so, dass, wie gesagt, die Ratlosigkeit, die betrifft halt alle. Also ich habe auch meine Diplomarbeit geschrieben, habe angefangen zu recherchieren und habe dann erstmal festgestellt, da gibt es ja eigentlich noch gar nichts so in der Richtung. Also klar, es gibt Grundlagenliteratur, aber es hat sich eben doch durch das Internet einiges verändert und das muss man eigentlich so mit einbeziehen. Und deswegen ist es noch ein relativ unbestelltes Feld. Ja? Ich finde das mit der Ratlosigkeit auch gut. Ich finde, dass Trollen das Gegenüber, also das Betrollte also das Ziel sollte sein, das Betrollte aus bisherigen Denkschienen rauszuwerfen und dann kommt eben die Ratlosigkeit. Was ist eigentlich wirklich richtig? Also ich erzähle da natürlich morgen was zu Feminismus und Männern und Frauen. Da gibt es auch eine große Ratlosigkeit hier, Ratlosigkeit um die Rückkopplung. Und also ich denke, das ist es, weil man kriegt da irgendeinen Content, den man nicht verarbeiten kann. Warum auch immer, entweder weil man eben was anderes erwartet oder weil der Content auch schwer zu verarbeiten ist, wie zum Beispiel der Busplan von Köln, der dann vielfach immer wieder reingeflattert wird in irgendwas. Und damit muss man dann umgehen. Und daraus kommt dann der geistige Fortschritt hoffentlich. Also natürlich gibt es auch ganz böse Trolle, die das irgendwie aus dem Bauch machen. Ich finde das schon, dass man da Qualitätsunterschiede aufmachen kann. Also dass man... Also natürlich kann man sagen, was ist Trollen? Das, ja okay, jetzt verhaspel ich mich so ein bisschen. Also ich finde es auch gut mit der Ratlosigkeit. Aber fand das auch so ein bisschen, dass das jetzt so ein bisschen spielerisch war. Also ich interessiere mich da auch schon mehr so für die Sprache und was die Leute jetzt schockt.
als das. Also Schock, Ratlosigkeit, Irritation finde ich gut. Ja, also ich finde vor allem, dass eine definitive Einteilung in Kategorien gutes Trollen, schlechtes Trollen, lustiges Trollen, ernstes Trollen, politisches Trollen, das geht völlig an der Sache vorbei, das geht am Problem vorbei. Wichtig ist es mir nur zu zeigen, dass Trollen unglaublich facettenreich ist, dass da viel zu machen ist. Letztlich finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden, ob das Trollen jetzt gut ist oder nicht, ob es einem gefällt. Also nicht unbedingt als moralisch gutes Trollen, sondern als ein erfolgreiches Trollen, was mir persönlich gefällt. Das ist es eben, dass man sich die Aktion unvoreingenommen anschaut und für sich selber eben eine Bewertung macht. Weitere Fragen noch? Da hinten haben wir noch eine Frage. Wenn ich vorschlagen darf, machen wir jetzt die letzte Frage, weil dann machen wir noch 10 Minuten Pause und dann geht es mit dem ehemaligen Jurastudenten, der schon draußen steht, weiter. Herr Vetter hat jetzt zu uns gefunden und dann machen wir jetzt hier die letzte Frage, würde ich sagen. Das mit dem Trollen, das ist doch, also wenn dieser Spaßfaktor dabei ist, dann ist das doch kein Trollen, sondern nur Späßle mache. Trollen ist doch eigentlich, wenn bloß der Troll sich drüber freuen kann, dass die anderen sich drüber aufregen. Schadenfreude ist oft dabei, ja. Ja, aber nur dann, wenn es nur der Troll hat. Weil wenn alle was davon haben oder auch dann der, wo getrollt wurde, sich im Endeffekt nicht richtig drüber aufregt, ist kein richtiges Trollen. Oder? Also. Das ist dann Späßle gemacht. Naja, es ist wie gesagt schwer abzugrenzen von Späßle gemacht. Aber in dem Fall würde ich sagen, können durchaus auch mehrere Leute sich an den Aktionen von einem Troll freuen. Also es ist ja nicht so, dass der Troll jetzt jemanden trollt und das Opfer denkt sich dann im nächsten Moment, ach, wie lustig, cool, dass ich getrollt wurde. Aber vielleicht finden halt ganz andere Leute, die das Ganze beobachtet haben, ziemlich lustig. Also gerade zum Beispiel diese Aktion, wo Anonymous halt YouTube getrollt hat. Ich meine, wir haben ja alle gelacht und ja, ich denke, das ist schon ein bisschen mehr als Späßle gemacht. Ja, okay, da ist dann halt wieder wirklich, die Grenzen sind grau. Die Grenzen sind wirklich grau und das finde ich auch wichtig, dass man über das Thema noch weiter redet und dass wir da noch Theorien hören. Okay, gut. Danke. Ja. Okay, gut. Ja, dann bedanke ich mich und dann geht's gleich mit dem Vortrag vom Herrn Vetter weiter.